Tim, hast du Bock auf eine Runde Fragen-Roulette? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Den Fall. Ganzen Tag. Ich habe nichts anderes gedacht. Ja. Heute Morgen schon fröhlich aufgewacht, aus dem Bett gehüpft. Heute Abend nice. Heute Fragen-Roulette. Fragen-Roulette. Ja, guck mal, da verkacke ich schon selber. Rolf, auch Bock? Ja, wer weiß, was ihr wieder für Fragen da habt. Ey. Ja, die mit deiner Unterhose kennen wir ja schon. Die wird wahrscheinlich leider nicht mehr kommen. Angelo Letrizio. Nein, nein, heute ist Schießer. Feinripp. Vorne, Eingriff links. Was? Mit Eingriff links? wie kommt's? Ist doch deine Donnerstagsunterhose. Angelo Letrizio in Lila. In den Mai, kommt Frühling, braucht man. Ach so, jetzt hast du eine Mai-Unterhose. Jawohl, Schießer. Ja. Trägst du die dann, also wird die dann auch nur, sag ich mal, monatlich gewaschen und deswegen erst im nächsten Jahr wieder angezogen? Genau. Ne? Ja? Okay, ich würde sagen, genug damit. Sollen wir mal anfangen, eine Runde Fragen-Roulette. Wie läuft das? Ach so, ja, genau. Das hatten wir bis jetzt zweimal, da sind wir in die Stadt gegangen, ja. Und haben irgendwelche Leute angesprochen, sie sollen jemandem eine Frage stellen, aber die wissen nicht wem. Die wissen jetzt nicht, da kommt Kuchen-TV, sondern die Frage geht halt an irgendwen. Okay. Ja, und mal gucken, was die Leute so fragen. Ja. Ich weiß es selber nicht, ne? Haben die Jungs ausgesucht. Ja, ja. Ja. Komm, fahr ab. Hast du gut Geld? Machst du gut Geld? Wie der sich freut. Ja, hast du gut Geld? Achso, die ging schon an mich direkt, ja? Ja, ich würde sagen, gebe ich direkt mal weiter an dich. Bei dir ja, ist ja interessant. Ja, also, ja, die YouTube-Einnahmen sind ja gerade so, aber sonst... Läuft noch, ja. Ne? Gab Amazon ja gerade erst so. Geld, direkt eine Nintendo Switch gegönnt. Also, ja. Hast du dir doch gegönnt, ja? Habe ich mir gegönnt, nicht, ne? Ja, aber musste man. Ich musste richtig viel rumtelefonieren, die gab es nirgends, war mir überall ausverkauft. Echt, ja? Hannover, Wolfsburg, GVM, Braunschweig, überall, ja. Nintendo wieder, ja. Aber, hat sich gelohnt? Ich sehe, ach stimmt, ich sehe dich immer twittern. Kann man da mit vier Controllern dies ja, und das? Ja, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich hatte noch keine Zeit. Ja. Aber ich habe gestern nach 3 Jahren endlich Pokémon durchgespielt. Weil ja? Ich hasse das immer, neue Spiele zu beginnen, wenn ich das alte noch nicht durch habe. Habe ich noch nie durchgespielt, Pokémon. Ja, ich habe mir auch den neuen Teil geholt lange? Und noch nie gestartet. Ja, man zockt die schon so lange, aber irgendwann hatte ich dann doch keinen Bock mehr. Und Rolf, bei dir? Ich zock gar nicht, kann ich gar nicht. Ich habe früher mal diese Command & Conquer gespielt. Und das war genial. Ich fand die ja so klasse. Aber da habe ich das hinterher gelöscht. Weil das ist ja und Pokémon? Warst du im Pokémon-Jagen, als nee, du in die App kam? Nichts mehr, nichts mehr. Nix. Du bist ja auch kein Schwein mehr, oder? Nee. Pokémon Go? Ich würde gerne mal die Nutzerzahlen sehen, so, die aktuellen. Damals waren sie ja ganz offen damit. Ja. Ne? Ja. Aber soll wohl noch ganz gut sein. Es kam ja auch jetzt Generation 2 raus. Ach, kam schon, ja. Ja. Und dann, ich bin in so einer Gruppe von Braunschweig noch, da posten auch voll viele mal rein. Echt? Ja. Also ich habe da ewig nichts von gehört. Ewig. Und dabei ist es ja nicht mal ein Jahr alt, ne? Naja. Ja, gut Geld. Hast du denn gut Geld, Rolf? Ich kann mich nicht beklagen, so sag ich mal. Geht gut, ich komme damit klar. Ja. Cool, das finde ich gut. Ja, ich habe auf jeden Fall weniger als Rolf, weil der macht hier, glaube ich, die meiste Patte in dem Laden. Rolf ist natürlich so ein Qualitäts-, da muss man natürlich auch bezahlen können. Genau. So, komm, fahr mal nächste ab. Hast du schon mal Analsex passiv vollzogen? Passiv. Analsex passiv. Ich möchte die Frage bitte abgeben. Hey, passiv heißt ja, dass man das Brötchen. Dass du das Brötchen, ja, du genau. Das Brötchen ja. Nee, ich, leider noch nicht. Außer mit KS-Freak natürlich, ne? Der hat mich ziemlich gefickt, aber sonst nicht. Ja, ungeölt auch. Ja, aber Rolf, du? Also, was soll ich darauf sagen? Also ja, wenn er schon zögert, ist es ja. Ich glaube, da ja. Ist die Dame hinter dir auf dem... Kalender, die übrigens auch im Chat ist. Schöne Grüße an Aisha Pervers. Ja. Ich glaube, da war die hier die Einzige bis jetzt. Oder Jan Winter, dem würde ich vielleicht auch noch zutrauen. So. Ja. Da war er sehr offen. Ist ja nichts mehr ungut. So, nächste. Ja, komm. Du hast die noch nicht beantwortet. Ach so, ja, die habe ich ja damit beantwortet, dass ich gesagt habe, dass die Aisha hier im Raum die Einzige war, wahrscheinlich. Also ich kann mich auch rausnehmen. Noch. Aus welchem Land kommst du, Hurensohn? Also, der ist sympathisch, ne? Warum ist der nicht heute hier? Ja, eigentlich hätte man den, habt ihr die Nummer von dem mitgenommen? Fred? Nee, nee, schade. Wie war die Frage noch? Ja. Das spielen wir nochmal ab. Sekunde. Das ist die klassische Steinzeittechnik. Ein Herz für Anal, hier die Eiche im Chat. Siehst du? Aus welchem Land kommst du, Hurensohn? Ah, okay. Was, ja. Ich hab's noch nicht aus Geschen. Aus welchem Land kommst du, Hurensohn? Ja. Jeder aus Deutschland, oder? Rolf? Germany, yes. Also nicht Deutschland, schade. Ich bin geboren in Russland. Ja. War aber nur sehr kurz, die Zeit. Ja. So, jetzt bin ich hier. Fahren wir nächste?
Wärst du denn gern woanders her, Tim? Eher Arsch oder Titten? Bist du froh, so in Deutschland geboren zu sein? Ich sag mal, wenn man hier wohnt, erleichtert schon vieles. Ne? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht Syrien oder so wäre wahrscheinlich cooler, aber weil da mehr abgeht. Ich weiß, was mache ich am Sonntag? Das ist langweilig. So, ne? Ja, eben. Und da sagst du auch in den Krieg. Ja. Das wird dir Spaß machen. Ja. Du bist auch so software-mäßig unterwegs, ne? Ja. Ja. Wenn ich was dazu sage, habe ich die Polizei am Hals, deswegen sage ich. Ach so, okay. Ich dachte, spielt man das wie Gotcha eigentlich? Was ist Gotcha? Paintball? So, ja. Ja. Aber du musst halt sagen, wenn du getroffen wurdest, ne? Ja. Man sieht's ja nicht. Natürlich super. Bist du da immer fair? Ja. Ja. Ach, guck mal. Da bringt ja nichts, wenn nicht fair ist, braucht man da nicht spielen. Ja, ne? Und macht's auch keinen Bock. Ne? Wenn man zu scheiße ist, ist man halt zu scheiße. Ne? Hast du mal richtig Paintball gezockt? Nee, noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ach so. Sollen wir mal gehen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt? Ja, oder? Ja, komm. Rolf, kommst du mit? Nein, lass mal machen demnächst, oder? Können wir auch mitfilmen. Dann läuft der Henning so mit einer Kamera, dass er da durchs Feld. Haben wir auf jeden Fall so ein Zwischenziel. Ja, okay, fahr mal nächste ab. Ne, was war die Frage? Die war schon, ne? Eher Arsch oder Titten? Arsch. Arsch? Mhm. Arsch. Rolf? Arsch, komm. So, 2-1. Alles klar. Dann können wir direkt die nächste. Stinkst du? Stinkst du? Scheiße. Und? Ich würde sagen, ja, oder? Ja, so ein bisschen. Ja. Ja. Nach Kuchen. Wie kamst du eigentlich bei dir zu dem Namen? Habe ich dich noch nie gefragt. Das ist eine Frage, die dich mega nervt immer, ne? Ja, wegen den ASDF-Movies. Damals. Da gibt es ja diesen Witz. Ich habe den Kuchen gebacken, ey, welcher Geschmack, dein Kuchengeschmack. Ach so, das kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ah, okay, es ist aber hier, Geheimnis gelüftet, direkt separates Video hoch, auf 10 Minuten ziehen und dann passt das. Rolf? Was war die Frage? Was war die Frage nochmal? Stinkst du? Nee, ich glaube nicht, zumindest nicht jetzt. Vielleicht die Unterhose ein bisschen, wenn du nur einmal im Monat... Nee, die ist aber gewechselt jetzt. Ja, ganz frisch, stimmt. Ganz frisch, ja. Ja. Die Angelo Letrizio, die habt ihr jetzt so als Fliegenabwehr. Nee, würde ja Fliegen ziehen. Ne? Als Fliegenfalle. Genau. Sehr gut. Ja, und ich? Wie immer. Schon. Also ich riech bis hierhin. Ne? Ja. Gut, ja. Also das Übliche. Haben wir noch eine? Ja. Bist du auch nicht der Meinung nach, dass Bosnien die Eins ist mit Albanien? Das ist die einzigsten was? Was? Bist du nicht auch der Meinung, dass Bosnien die einzigsten... mit Albanien. Ja, dass Bosnien die einzigsten mit Albanien. Ja, oder? So. Ja. Ja, ich finde schon. Sagen, ja. Ich finde auf jeden Fall. Keine Ahnung, was er mir sagen will, aber der klang schon so, als ob der Ahnung davon hat. Deswegen, ja, also der lügt nicht. Ja, stimmt. Ich denke auch. Also der sah sehr kompetent aus. Wenn der sagt, das ist so, dann wird es so sein. Ja. Rolf, oder? Ja, natürlich. Ganz klar. Alles klar. So, das war's, ne? Sehr gut.